So, willkommen bei der dritten Folge von unserem DayZ-Abenteuer. Wie immer wieder mit dabei der Erik und der Tobi. Hallo. Momentan sind wir auf dem Weg nach Elektro, um uns ein bisschen auszurüsten und versuchen auf dem Weg mal nicht drauf zu gehen. Ja, wäre ganz vorteilhaft. Was ich eindrucksvoll schon nicht geschafft habe. Ja. Na gut. Beziehungsweise, das stimmt ja so nicht ganz. Ich meine, ich war ja schließlich schon da. Erik, du sollst dich nicht mal im Dreck wühlen. Wieso die Straße ist so dreckig? Muss ich immer sagen. Irgendjemand muss es doch sauber machen. In der Zombie-Apokalypse ist die Straßenreinigung halt ein bisschen primitiver. Je nachdem, in welchem Zombie-Universum du ausgehst. Bei Shaun of the Dead kann man das ja nach immer von Zombies machen lassen. Ja, die machen das. Wo war das? War das nicht bei The Walking Dead, wo auch der eine Zombie den Rasen mäht? Ja. Das war doch da. Oh, was liegt denn? 92 Streichhölzer. Ernst? Ja, die nehmen wir doch mal. Jetzt habe ich aber Angst, weil die da liegen. Jetzt würde ich nämlich rennen. Ja, dasselbe ging mir auch gerade durch den Kopf. Ich muss auf dem Boden nicht stehen bleiben. Ey, ich bin schwerer beladen als du und lauf schneller. Das würde ich so bezweifeln. Meiner rennt nur so schlecht, weil ich diesen roten Mädchenrucksack habe. Ganz Ja, eindeutig. der behindert dich. Das ist die Schamesröte. Der ist so eng, der spannt am Rücken, ne? Da stelle ich mir allerdings echt scheiße vor, wenn du in einer Zombie-Apokalypse so einen kleinen Kinderrucksack auf dem Rücken. Ich würde da meine Arme gar nicht durchkriegen. Ich würde das Ding in der Mitte entzweien. Nein, das würdest du ganz einfach machen. Du würdest ihn nur über eine Schulter tragen, dafür dann aber zwei davon. Das ist das Äquivalent zu einem richtigen Rucksack. Ja gut, das würde dann funktionieren, aber einen komplett über den Rücken wird bei mir nicht funktionieren. Ich würde das Ding in der Mitte sprengen. Ja, Das wird aussehen wie wahrscheinlich. das T-Shirt vom Hulk. Welches T-Shirt? Ja, eben. Ich sage mal jetzt mal gleich mal eins für die Zuschauer. Ja, Elektro ist ein extrem heikler Punkt. Da kann man viel Loot finden, aber meistens auch den Tod. Da findet man unter vielem Loot auch extrem viele Spieler, viele Zombies und nun ja. Weiß eigentlich einer, warum das sich so auf Elektro kristallisiert hat? Wahrscheinlich, weil Elektro zentraler liegt als der andere große Ort, als Tschernowosk, und weil es da, naja, wie es halt so ist. Das immer am Anfang ist da jeder hingerannt, ist ich zumindestens. Wahrscheinlich ist in der eigentlichen Modifikation von DayZ in Elektro etwas mehr zu finden als in den anderen Orten und deswegen haben sich die Leute, die es von da kennen, schon von Das Anfang an übernommen. Ja, ist genau, haben möglich. es übernommen Das und ja. ist wie bei allen MMOs eigentlich. Irgendwann kristallisiert sich ein Hauptversammlungspunkt raus. Wenn du guckst, beim größten Genrevertreter World of Warcraft war es eigentlich immer Stormwind und Orgrimmar. Oh ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Kann ich nicht mehr rein. Hust, Sei hust. froh. Hast nicht allzu viel verpasst. Aber ich denke mal, ist halt immer so, dass sich so ein Ballungsort findet bei solchen Spielen, dass du immer irgendwo einen Punkt hast, wo sich die meisten Spieler treffen. Und wenn der sich einmal entwickelt hat, wenn hier einmal sich darum gesprochen hat, dass Elektro halt gut ist, um Leute zu jagen oder Loot zu finden, werden auch Spieler, die neu dazukommen, immer mehr dahin laufen. Ja, klar. Wir sind da ein gutes Beispiel für, ne? Ganz genau. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, warum laufe ich schneller als ihr? Ich kann dir sagen, warum ich langsamer laufe. Ich trage eine verfluchte Daunenjacke bei, wenn ich das so sehe, in dem Spiel sind wahrscheinlich 20 Grad. Ich auch nicht besonders schnell laufen können. Ja, ich trage einen Hoodie, ist auch nicht unbedingt viel besser. Naja. Ich hab einen schwarzen Wollcode. Mann. Mantel. Genau. Na gut, schwarz, der hat schon halb die Farbe deiner Hose angenommen. Grün gesprenkelt. Und übrigens, ja, das hinten auf dem Rucksack ist tatsächlich ein Marienkäfer, um das von der Ist letzten Folge kein. aufzugreifen. Doch, das ist ein Marienkäfer. Das ist kein Marienkäfer. Natürlich. Und wenn es kein Marienkäfer ist, aber es ist ein Käfer. In welchem Tschernobyl-verbombten Land ist das ein Marienkäfer? Warte, Chris, ich nehme es in die Aufnahme, dann kannst du es dir nachher angucken. Warte. Wenn du mir nicht glaubst. So. Das ist Machen wir kein einen Screenshot. Marienkäfer. Wie das Marienkäfer ist. Das kann ja die Community entscheiden, ne? Wenn es denn eine gibt. Das könnt ihr entscheiden. Ja.
Also ich nehme nur als Randeinfo, ich bin größer und kräftiger als die beiden, also stimmt für mich. 7 Jahre Kung-Fu können das aber ganz schnell wieder rausreißen. Ach. Um es mit dem Spruch eines sehr bekannten deutschen YouTubers zu sagen, was haltet ihr denn davon? Schreibt's doch in die Kommentare. Ja. Nein, das fangen wir bitte gar nicht erst an. Ich mag ihn trotzdem. Nee. Ja, ich mag ihn auch, aber dieser Spruch, 2 First Aid Kit. Erik ist schon vorbeigelaufen. Ich nehme eins mit, du eins. Ja. Im Ernst jetzt? Wollt ihr mich rollen? Nein. Nein, hier lagen gerade 2 Dinger drin. Ich habe bei meinem, was habe ich drin? Eine Filled Syringe, also eine Gespritze, ein Bloodbag Kit und Bandagen. Ja, bei meinem ist nur noch die Spritze und der Blutbeutel drin und der Rest ist raus. Irgendwie wird mir das immer suspekter. Ich schätze mal, da haben Leute aus 2 First Aid Kits das Beste rausgenommen, was sie brauchen, also so ziemlich alle Bandagen, und haben das in ein Inventar gepackt. Ja, gut, hier kommen sicherlich auch Leute vorbei. Aber seit wann liegen Sachen eigentlich auf der Straße? Das ist komplett neu. Du, Erik, das kann nur eins bedeuten. Die haben es fallen lassen. Deswegen achte ich hier auch gar nicht drauf. Du, und Erik, was heißt das noch, wenn sie es haben fallen lassen und es liegt noch da? Dass das nicht allzu lange her sein kann. Nein, Dinge, die auf den Boden gelegt werden, die spawnen nicht. Ach so, okay. Ich bin übrigens ziemlich hungrig. Wenn jemand was zu essen für mich hätte, ich hab begeistert. Könnt ihr eine Cola eine Pepsi anbieten, zumindest. Ja, ich hab wirklich gar nichts mehr so an Essen. Bringt ihr eine Pepsi auch was ein bisschen? Nein, ich glaube nur Soda. Gut, dann müssen wir uns schleunigst nach Elektro begeben und was finden. Du hast noch keinen Backpack, ne? Nee. Ah, Tobi? Gebt dir was dich sehr erfreuen wird. Hier vorne. Meine Lampe. Die ich allerdings nur in die Hand nehmen kann. Bist du voll, ja? Soll ich sie mitnehmen? Nö. Okay. Erstickst du damit Leute, ne? Mhm. Ah, siehst du, warte, ich geb das Bajonett. Okay. Oh. Ja. Wenn ich gerade so dran denke, das Ding habe ich ja immer noch. Okay, es ist weg. Nein, es ist nicht. Ich nehme mal deine Lampe. Bei mir, bei mir liegt hier alles noch. Warum will das Bajonett nicht in die Hand? Ah, hier. Schieb mich doch nicht beiseite. Dann soll ich was von dir nehmen? Ich schieb dich gar nicht, du rutscht bei mir die ganze Zeit. Okay. Bei mir ist es nicht. Nein, ich hab's schon. Gut. Oh, nach Elektro, ich hab Hunger. Also nicht ich, aber mein Charakter. Und das Problem ist, dadurch, dass er jetzt richtig hungrig ist, läuft er auch nicht mehr so schnell. Oh, doch, jetzt hat er sich umentschieden. Er riecht wahrscheinlich schon das Essen. Ja. Mutti hat gekocht. Ich war ganz schnell hin. Wenn jemand 556er Munition findet, ich wäre da echt Fan von, besonders in Elektro. Ja, ich habe nur 45er ACP. Falls du langsamer wirst, Tobi, ich schieb dich. Bevor ich vorhin gestorben bin, hatte ich tatsächlich M4 Munition, aber nun ja. So, ja, ab jetzt Vorsicht, wir kommen jetzt in Elektro rein. Wir kommen in Elektro an, das heißt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rechts lang. Also hier würde ich gerne Deckung bewahren. Ja, Deckung bewahren habe ich letztes Mal gesehen. Boff, tot. Ja, aber genau an diesem Punkt gehen wir jetzt auch wieder hin. Weil da ist eine Feuerwehr, dort gibt es Munition, Essen. Trinken. Rucksäcke. Gut, wir sind auch zu 11 nur auf dem Server, da geht's noch. Ja. Letztes Mal waren 37. Scheiß nicht zu laut. Und bei unserem Glück sind von 11 Leuten bereits mindestens 8 in Elektro. Mhm. Die anderen fehlen nur noch wir. Genau. So, Ruby? Ach, da. Die Details sind ein bisschen höher, sind erkennt man hinter sich kaum noch was. Ja, durch die Tiefenunschärfe. Und das Gras nimmt auch einiges an Sicht nach hinten weg. Na, das geht. Ist halt unscharf. Ja, meine ich ja. Warte mal, nur mal ganz kurz mal zum Test. Ist das wieder dieser Grafikbug? Nee. Gut. So, da vorne ist er. Das Gebäude rechts neben dem hohen Turm, für diejenigen, die sich nicht so viel auskennen. Genau, das ist die Feuerwehr. Und meine FPS. Wenn ich zoome, bricht meine FPS immer so extrem ein. Ah. Interessant, woran das liegt.
Ja, auf jeden Fall, das hier ist die Feuerwehr. Da gibt es ja einiges an militärischen Loot und Essen, Trinken. Deswegen heißt es. Dachetagen, von denen man runterfallen kann. Ja, und wo Sniper drin liegen können. Also möglichst immer da oben reingucken, ob da jemand liegt. Hat. Ja, ich konnte es jetzt leider nicht wirklich, weil bei mir hat es dann sofort angefangen zu ruckeln. Also ich konnte niemanden entdecken. So, ich gehe direkt mal nach oben, ja? Aber scheint schon gelootet zu sein. Ja, das ist das Einzige, was hier unten liegt, sind ein paar Brechstangen. Hier oben liegt eine Can of Tuna, das finde ich ja schon mal 0%. Oh, gut, damit hat sich das erledigt. So, jetzt sehe ich aus wie Chris Brown. Wow, ganz toll. Hoffentlich steckt. Wenn du nicht anfängst, Frauen zu schlagen. So, ich hab mich mal ganz dreist nach draußen geglitscht. Man kann dann nämlich. Ja, hier kann man sich einfach nach draußen begeben. Das ist ganz praktisch, um ein bisschen Zeit zu sparen. Tobi, hier oben liegen noch Sonnenbrillen. Ja, ich habe schon eine. Deswegen meinte ich gerade, ich sehe aus wie Chris Brown. Aber ich hoffe, den Glitch nehmen sie bald raus, weil das kann ich mal ganz schnell ganz schief gehen im Kampf. Bist du hin, Tobi? Ich bin hier. Ja, du bist gerade an. Ah, ja. Ich komme in den Busch nicht rum. Ich bin auf dem Dach. Ich werde mal ganz kurz gucken. Ich werde mal kurz versuchen, ob ich in die Fabrikhalle hier drüben komme. In der nee, kommst du nicht rein. Nicht? Nein. Du kommst oben drauf. Ja, gut. Oben drauf liegt dir leider nichts. Bislang noch nicht. Tobi, du sahst gerade mega aus wie ein Zombie. Ich aber ein ganz schön stylischer Zombie. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zur Schule. Ja, das geht nach einem Plan. Gut. Da ist ja dann direkt die Polizeiwache noch drumherum, das Krankenhaus und eine weitere Feuerwehrwache. Wenn ich gerade mal, würde mal jemand von euch spotten, wie gesagt, das Zoom hackelt bei mir, warum auch immer. Also im Moment kann ich noch niemanden irgendwo erkennen. Ja, ich auch nicht, aber... Nö, bisher nix. Ich würde mal gleich in das Haus hier rechts von euch reingehen, kurz gucken, ob ich was finde. So, und Ali, hopp, würden springen. Denn mein Hunger wird nicht besser, solange wir nichts finden. Ich gehe erstmal kurz in den Laden rein. Oh ja, Laden klingt. Ja, wenn ich was finde, bringe ich dir natürlich was mit. Mhm. Oh, ist das? Aber ich muss definitiv noch ein bisschen an den FPS arbeiten. Weil, ja, es ist in Städten dann teilweise doch echt hakelig. Eine Batterie, braucht jemand? Sicherlich nicht. Kann ich ja mal dran lecken. Vielleicht hilft's. Wenn sie stark genug ist, hast du erstmal keinen Hunger mehr. Ja. Oh, erschreck mich nie wieder so, Tobi. Achso. Ich dachte schon, du meinst nicht. Hier drüben steht was. Ach ne, nur ein verfaulter Apfel. Schade. Oder? Nein, so. Es ist eine 100% plus 10 Kiwi. Okay. Nehme ich. So, ich würde sagen, wir gehen hier mal in ein Haus rein, weil wir haben die Folgenlänge wieder schon fast erreicht. Und leider kommen wir nicht über 15 Minuten mit dem Upload, von daher müssen wir hier Cut setzen. So, Tobi, kommst du rein? Hast du gesehen, wo wir sind? Nein. Ja. Das Haus links daneben. Beim Ausgang hier, hinter dir. Ach da. Okay, das nehme ich. Weil hier sind wir ein bisschen geschützter. So, ne? So, Judy, und dann verabschieden wir uns mal wieder. Heute haben wir ein klein wenig mehr Zeit mit der Verabschiedung. Ich habe mal auf die Uhr geguckt. Ja, und dann wünschen wir noch einen schönen Abend oder Tag, wann ihr die Folge seht. Und bis zur nächsten Folge. Genau, bis zur nächsten Folge. Bis denn.